Recht herzlich willkommen zur 6. Folge von Grand Ages Medieval. So, wir sind drinne. Wir haben letztes Mal diese Mission bekommen hier. 100 Einheiten Getreide produzieren. Weiß nicht, ob das Säcke sind oder was. Steht hier auch nicht. Fässer, könnte auch in Fässern gelagert werden, okay. Ja. Dafür waren wir hier unterwegs, haben das hier gemacht, Dreifelderwirtschaft. Das ist das Ziel, das ist die Frage, wie können wir es beschleunigen, verbessern. Getreidehof noch bauen. Anzahl Betriebe haben wir 2, im Bau ist keiner. Können das steigern noch. Bräuchten wir 20 Holz wohl für und 40 Steine. 8000 kostet es und Zeit braucht es 8 Wochen. Ich baue noch einen. In Sofia. Aha, ich brauche gar keine neuen Betriebe. Auch gut, ne? Aber gut geklappt. Ach so, was bisher geschah. Alles klar, das brauchen wir also auch nicht. Ja, das Entscheidende ist, das Spiel erstmal laufen lassen, ne? Gucken wir da mal rein. Sieht schon schick aus, ne? Da blendet dann die Sonne auf dem Dach. Kann man das noch abbrechen? Baumodus umschalten, okay. Ach, jetzt auch egal, lass den einen noch da bauen und dann ist gut. ...32 von 100 produziert. Haben wir denn noch andere Möglichkeiten? Nee. So, wir machen Handel mit denen, wenn, ne? Da ist irgendwas. Unser Speer? Wo ist unser Speer? Ist der hier mit? Nee, warte mal. Da oben. Nee, das ist der Händler. 40, okay. Wo haben wir denn den Speer hingeschickt? Sehe ich den jetzt nicht. Hier ist er nicht. Das ist der Händler, oder? Konstantinopel. 48 haben wir schon. Wo ist denn der Speer, bitteschön? Ah, da oben ist er was. Da ist er, alles klar. Liegt in der Nähe. Dann geh doch mal dahin, was da in der Nähe liegt. Was ist denn das? Auch ein Zeltlager. In einer ehemaligen Ruine oder was? Da ist er. Ja, wir sind schon erfahren. Okay, hätte auch was anderes sein können, ne? So gut wie angekommen. Die Planungen für eine Reise zu euch sind bereits im Gange. Bitte trefft alle Vorkehrungen, damit ihr bereit seid, wenn ich mit meinem Gefolge nach Sofia aufbreche. Was will der? Aha, wir wollten Bündnis mit dem haben. Komme ich jetzt gar nicht hin, hier nach Zagreb oder Split, aber ist auch jetzt egal. Und da gibt es überall sowas, da ist auch noch was. Gehen wir doch da auch mal hin. Hm. 72 von 100. Ja, 150 Wein gefunden, alles klar. Und wo war denn noch so einer? Dahin hatten wir schon. Hier strahlt noch was, dann können die auch dahin laufen. 80 von 100. Okay, dann decken wir auch noch Land auf. Oder Gebirge, oder...
Naja. Achtundachtzig. Ist nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft, ne? So, einen Goldschatz gefunden. 15.000 Münzen. Ja, guck mal, das ist doch auch so ein Bingo, oder? Ach, da ist auch noch was, dann können wir auch da hinlaufen. So, die 100 Einheiten haben wir. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, als die Normannen Italien eroberten. Ihr Ehrgeiz ist groß, ihre Truppen sind gefürchtet. Nun haben sie das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch der neue Brückenkopf weist auf andere, größere Ziele hin. Okay. Werter Leon, ich bin beunruhigt über die jüngsten Nachrichten aus dem Westen. Ein neuer normannischer Stützpunkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Bitte festigt eure Grenzen. Gründet eine neue Siedlung, um den Untertanen der Region mehr Sicherheit zu bieten. Ich würde meinen Besuch bei euch wirklich ungern verschieben müssen. Aha. Ja, dann müssen wir einen Siedler machen, ne? Gasthof. Ein Siedler. Werben wir den an, oder? Kann ich da jetzt irgendwie sehen? Wie lange das dauert? Und meinen Gasthof rein. Nö, sehe ich jetzt nicht. Der ist bestimmt irgendwann plötzlich da. Wo ist denn diese Stadt, wo die übersetzen? Die kann ich noch gar nicht sehen, oder was? Doch, da, Vlora. Da ist er. War der ja schon immer, oder? Ist er vorhin hergekommen? Okay, jetzt zählt alles Veteranen. Aufsitzen! Dann gehen wir da mal lang, oder? Was macht's im Gasthof? Arbeitskräfte fehlen, okay. Siedler. Sichtweite ist klar, Leute pro Woche, Unterhalt pro Woche, 100 benötigte Arbeitskräfte brauchen wir und Holz ist auch wohl nicht genug da. Und wie kriegen wir Arbeitskräfte, bitteschön? Blütezeit. Na. Gastluft eine Siedlereinheit rekrutieren. Habe ich doch gemacht, oder? Aber wahrscheinlich erst muss die da sein. Händler in der Stadt. Ivica Trubimirovic. Schöner Name, ne? Ja, wie kriegen wir das nur hin? Willkommen. Was kann ich für euch tun? Tja. Was kannst du für uns tun? Genau, das ist die Frage. Wie sollte ich das hinkriegen? Ah. Nee. Dahin. Wir haben keine Arbeitskräfte.
Aber wie können wir Arbeitskräfte kriegen? Bergwerk haben wir auch schon, ne? Müsste die Stadt jetzt von alleine wachsen, oder wie? Wöchentliche Änderung der freien Arbeitskräfte, okay. Ich gehe mal hier auf 3 dann. Wir haben dann 14 hier im Angebot. Soldaten im Versorgungsradius. Aber wenn ich hier im Bildschirm bin, ist immer Pause. Das ist auch doof, ne? Naja. Jo, da sind doch Arbeiter. Aber wir brauchen ja freie Arbeitskräfte. Das ist ja das Entscheidende, ne? Ruck 15 haben wir. Dreierstufe haben wir auch. Können wir nur abwarten, glaub. Ja, Wochen gehen rum. 20 Wochen. Ja. ...42 Arbeiter, okay. Ja, wir müssen einfach warten, anders geht's nicht. Und da kommt bestimmt eine neue Meldung. Von der Wahl des rechten Orts. Wenn du eine neue Stadt gründen willst, schick deine Siedler aus und lass sie tunlichst suchen. Sie sollen Kunde davon bringen, welcher Boden deinem Zweck am besten dient. Denn jede Stadt greift tief ins Land hinein, und du tust gut daran, nur einen Ort zu wählen, dessen Schätze dir den Aufwand lohnen. Okay. Jetzt den Händler schon da? Wohl nicht, oder? Oder da oben blinkt's? Ah. Auf dem Weg. Alles klar. Okay, da gibt's solche schicken Bodenschätze. Aber ich kann die gar nicht alle deuten. Eine Legende sehe ich jetzt auch nicht wirklich. Noch weiter rauszoomen, bringt's das? Okay, also da wäre wahrscheinlich eine tolle Stelle und da auch. Ach, wenn ich da drauf gehe, kriege ich sogar so eine schicke Information. Da gibt's dann Holz. Da gibt es 3-4 Einheiten und dort auch. Das klingt gut. Jetzt noch weitere Stellen. Thessaloniki. Ah, ich soll wahrscheinlich da hingehen, ne? Nicht schlecht. Ja, sieht danach aus, ne? Ja, da gibt's wohl Eisen. Und eins mehr. Stadt errichten, ne? Nennen wir so, wie sie da steht, Arta. Ein schönes Land. Gut.
Sei stolz auf deine neue Stadt. Denn wohlverdient ist dieser Stolz und er zieht neue Untertanen an. Doch sorge schnell, dass zwischen deinen Städten reger Warenaustausch herrscht. Nur so kann deine neue Stadt all jener Güter habhaft werden, die sie zum Bau der ersten Häuser nötig hat. Schön. Gut, jetzt haben wir die erste neue Stadt gemacht. Da müssen wir noch einiges dran machen, wie man hier sieht. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen. Okay, dann würde ich sagen, soll's für diese Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Okay.